Hi, herzlich willkommen wieder auf der Ram Truck Range. Heute wollte ich mit euch mal drüber sprechen, wie man denn aus einem blauen Rebel einen noch viel schöneren blauen Rebel macht. Und da haben wir mal zwei Evolutionsstufen, nenne ich es mal, vorbereitet. Der steht hier oben bei uns in der Halle. Und das Auto hat kein Luftfahrwerk, also eine normale Spiralfeder. Das heißt, hier können wir keine Höhe verstellen. Und das ist die Serienfahrhöhe eines solchen Autos. Da haben wir nichts dran gemacht. Wir haben ihm einen schönen Radsatz gegönnt. Hier sind wir auf eine 18 Zoll Felge gegangen mit einem 33er Reifen. Die Serie sah doch ein bisschen, ja, war so eine zweifarbige Felge, war so ein bisschen harmlos. Wir haben es natürlich verpasst, mal ein Vorherbild zu machen, aber das Hinter sieht ja immer schöner aus. Dann haben wir einen Allwetterreifen drauf, schön grobes Profil, aber mit dem wichtigen Schneeflockensymbol. Das ist ja heute das meistgefragte. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben unser Modular Rack drauf, Licht nach vorne, Licht nach hinten, kombiniert mit dieser Revolverabdeckung, so heißt die bei uns. Ne, das ist diese Aufrollgeschichte, kann ich auch gerne nochmal eben zeigen. Ne, das ist diese ADU profilierte Aufrollschose, die wandert dann da hinten super zwischen die zwei Träger von dem Lampenhalter und dann, ja das Ding geht bei uns immer wie geschnitten Brot. Ist auch so ein freches Design, finde ich, passt ganz gut zum Rebel mit den Ecken und Kanten. Der ist ja auch so ein bisschen der eckige und kantige. Schauen wir weiter, weil wir wollen ja eigentlich die zweite Evolutionsstufe uns gleich angucken. Was haben wir noch? Wir haben hier einen Satz Aufsatzspiegel drauf. Ihr kennt diese Trailer Tow Mirror, das sind die man so rausklappen kann. Das ist so ein bisschen die einfachere, schnelle Variante. Die sind einfach auf die Serienspiegel aufgeklipst und dann kann ich die einfach abmachen. Und das sind halt Passformspiegel, ne? Für den Generation 5. Der Blinker ist hier vorne mit durch und sogar die Einstiegsbeleuchtung und die Kamera, wenn das Auto das hat, funktionieren dann noch mit den Dingern. Wird ganz einfach hier wieder draufgeklipst. Zack. Und das Ding sitzt wirklich super. Haben wir bei uns im Shop, können wir auch versenden. Gutes Produkt. Gerade für die Anhänger oder Wohnwagenmenschen geht das immer ganz. Und selbst so sieht es nicht ganz bescheuert aus, wenn man so rumfährt. Und vor allem Hauptsache, man sieht nach hinten was, ne? Ja, ansonsten haben wir Radsatz gemacht, hinten die Geschichte, die Spiegel, vorne noch komplett Serie. Ne, wir sehen so ein bisschen diese Zweifarbigkeit mit dem Silber hier noch drin. Das haben wir bei dem anderen Auto auch verändert, dass ihr euch so ein bisschen das Vorherbild einprägt. Ja, so sieht der Serien-Rebel aus mit ein paar coolen Rädern und ein paar Accessoires. Und jetzt gehen wir mal runter und schauen, was denn noch so eine Idee wäre, wie man so einen Rebel modifizieren kann. Ab in die Werkstatt. Ja, das ist unsere Evolutionsstufe 2. Alles ein bisschen mehr. Fangen wir vorne mal mit den Veränderungen an. Wir haben oben gesehen, Schriftzüge und unten die Skidplate waren bei dem Auto in Silber. Das habe ich ausgebaut, in Wagenfarbe lackieren lassen, in dem geilen Blau hier. Finde ich, wirkt irgendwie stimmiger insgesamt. Man kann es auch schwarz machen, aber schwarz machen wir ja immer. Deswegen habe ich mich hier mal für Wagenfarbe entschieden. Vor allem, wir haben schon so viel schwarz-matte Flächen durch den Grill und die Stoßstange, dass hier so ein bisschen Farbe nicht schlecht tut. Oben sehen wir schon, ich habe eine Pioneer-Plattform oben aufs Dach montiert, weil das Auto hat kein Panoramadach. Da konnte ich mir das mal da drauf basteln, ohne dass ich mir die Sicht verbaue. Das passt auch bei Autos mit Panoramadach, aber klar, dann kann man halt nicht mehr so schön rausschauen. Ne? Oben die Laserlamps mit der Standlichtfunktion drin. Hier habe ich mir Weiß und Gelb angeschlossen. Das Gelbe ist so semi zugelassen, aber das weiße Standlicht wäre dann wieder erlaubt. Kann ich euch auch direkt mal eben zeigen. Dann sehen wir das mal recht. Na, die Standlichtfunktion ist da auch gegeben. Und so wäre es dann auch ein zugelassenes Standlicht, wo wir sogar mit rumfahren dürfen. Ja, schauen wir hier an der Seite weiter. Es fällt natürlich auf, das Auto ist ein ganzes Stück gewachsen. Wir haben hier ein 6 Zoll Fahrwerk reingemacht. Dieses Auto ebenfalls ohne Luftfahrwerk, sodass wir jetzt endlich mal hier von Fox diesen voll einstellbaren Dämpfer verbauen konnten, der dann die komplette Länge ausgleicht. Ja, das fährt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Bin sehr zufrieden damit. Ist auch das erste Auto, was ich selber fahre. Längere Zeit jetzt mal mit diesem Dämpfer-Setup. Ist noch ein bisschen schöner als die Luftfahrwerksautos, wenn man die hochlegt. Fühlt sich einfach ein bisschen, der ist nicht straffer, aber du hast so ein besseres, direkteres Gefühl, würde ich es einfach sagen. Ja, das ist ein Upgrade, was man bei uns zum Fahrwerk dazu buchen kann. Ansonsten wird der Serienstoßdämpfer einfach verlängert.
dass der dann die komplette Bauhöhe hat. Ne? Dann selbe Felge wie oben, unsere 18 Zoll Schockfelge und hier dann mit einem 37er Reifen vom BF Goodrich. Ja, ohne Distanzscheibe. Und dann schließt das hier mit dem Seriencode-Flügel hervorragend ab. Ist genauso auf der Legalitätsgrenze, ne? Wie sich das gehört. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Running Boards drin. Das sind vom TRX, die Offroad-Style Running Boards. Und die sind aus Eisen und Pulver beschichtet. Ja. Die haben noch einen riesen Vorteil. Der ganze Dreck, der von hier fliegt, klatscht unter das Trittbrett und man hat nicht die ganze Seite versifft. Und die halten halt auch so ein paar Steinchen und so ab, wenn man tatsächlich da mal Offroad fährt, ne? Ja, schauen wir ein bisschen von der Seite. Hier sieht man dieses Backbone-System, nennt sich das. Normalerweise haben wir für die Dachträger oder Dachzelte oder Aufbauten diese normalen Thule-Klammern, die dann hier reingreifen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich mal ins Dach verschraubt. Die Geschichte, ja, sieht sehr schick aus. Obendrauf habe ich einen Reservereifen. Den will man da aber auch nicht alleine runterholen, muss man gestehen. Und hinten haben wir noch, ja, das sind eigentlich die Lampen, die ich mit am geilsten finde. Das nennt sich von Laser Lamps die Utility 80, so heißt die Leuchte. Und ja, die scheint nicht sauweit, aber ein riesen, ja, riesen Lichtbild. Ne? Also die geht direkt zur Seite und ihr habt eine riesen Umfeldbeleuchtung. Nutze ich jeden Abend, wenn ich bei mir rückwärts in die Einfahrt fahre und ich packe da einfach mal ein Foto mit rein, dass ihr mal da so einen Unterschied seht. Ist wirklich, das ist die beste Funktion am ganzen Auto, ist eigentlich der Schalter für die Lampen, weil das ist wirklich ein Improvement. Mega, macht richtig Spaß. Und sieht ganz cool aus. Ne? Das ist ja auch immer wichtig. Ja, Verkabelung haben wir hier außen lang geführt, weil wir ja noch nicht wissen, was machen wir noch, wie viele Löcher wollen wir im Dach haben. Ne? Dann haben wir es hier außen lang geführt, sieht aber, denke ich mal, auch recht sauber aus. Finde ich ganz gut. Hier haben wir noch eine neue Abdeckung mit drauf. Bisschen so ein Cabrio-Verdeck-Style. Rollt sich etwas enger ein als die oben gezeigte. Kann ich auch mal eben zeigen. Dann haben wir hinten einfach nur so einen kleinen Release-Hebel. Wir haben jetzt hier, können ganz eng rollen und hier zwischendrin sind immer noch mal so Streben, die dafür sorgen, dass wir dann auch keine Pfützen oder so auf dem Ding haben. Ist ohnehin sehr gespannt und das kann man sehr schön sehr weit wegrollen. Manchmal gibt es bei Motorrädern schon mal das Problem, dass das Vorderrad mit der Alurolle so ein bisschen kollidiert und das Ding kriegen wir wirklich komplett weg, dass es komplett aus dem Weg ist. Ja, Wasserdichtigkeit ist eigentlich ganz gut gegeben. Hier bei mir ist jetzt hier in der Ecke gerade, Auto ist gerade gewaschen worden. 2-3 Tröpfchen, aber ansonsten hinten alles komplett trocken. Gute Abdeckung. Ja, ansonsten Abgasanlage klar. Wie gewohnt unsere Sportabgasanlage. AHK-Verlängerung habe ich drunter, um die Anhänger noch irgendwie fahren zu können. Und jetzt können wir gerne noch mal im Innenraum schauen. Ich habe ja leitbar nach vorne zwei Stück, gelbes Standlicht, weißes Standlicht und die Lampen nach hinten. Da sind wir schon wieder bei 4 Schaltern, eventuell kommt noch was dazu. Deswegen haben wir mir auch, man sieht es da in der Ecke neben dem Fahrersitz, das grün leuchtende dieses Schaltmodul eingebaut. Und hier können wir jetzt einfach ja, mit einem Knopfdruck auf das Panel die verschiedenen Leuchten schalten. Ja, in der Kamera sieht das so aus, als wäre das einfach nur hell. Die haben dann unterschiedliche Grüntöne, wenn sie leuchten. Da kommen aber ohnehin noch ja, so kleine Etiketten drauf und dann sieht das so aus, ja, wie so ein normales Schaltding. Damit kriegt man halt ganz gut versteckt so eine Anzahl von Lampen sauber geschaltet. Ne? Macht man das Gebimmel hier aus. Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe nicht viel vergessen. Wer Interesse an sowas hat, hat schon einen Rebel, möchte so einen Rebel, möchte diesen Rebel, fühlt euch frei, meldet euch bei uns. Wir haben nahezu alles vorrätig, um diesen Umbau nochmal durchzuführen. Also sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.